Herzlich willkommen, liebe Freunde des unkonventionellen Lebens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um Leidenschaft, es geht um Biss, es geht um Partnerschaft, es geht um die Verwirklichung eines Traums, der jenseits der alltäglichen Konventionen liegt. Wir haben für euch die Little King Ranch im beschaulichen Brandenburg besucht, deren Inhaber mit viel Herzblut und Liebe ihr ganz eigenes Pferdeparadies geschaffen haben. Außerdem natürlich das Gewinnspiel und die Sketche. Und los geht's unter dem Motto kleine Pferde ganz groß. Wir sind auf dem Weg zur Little King Ranch, denn dort findet heute der American Quarter Horse Fohlenschau statt. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn danach gibt es jede Menge Hintergrundinfos zur Ranch. Also viel Spaß! Ein Glückwunsch zu einer erfolgreich überstandenen Fohlenschau. Welche Bedeutung hat die Fohlenschau für euch? Naja, es ist interessant, einfach zu hören, wie unsere Zucht beurteilt wird. Sie haben ja nochmal einen ganz anderen Blick, ne? Sie haben ja ein geschultes Auge. Und das ist über all die Jahre jetzt, wo wir eigentlich, denke ich, auf einem guten Weg sind. Generell ist ja festzuhalten, dass wir jedes Jahr irgendwo so zwischen 10 und 15 Fohlen produzieren. Und auch mit unserem eigenen Hengst, den wir selbst gezüchtet haben. Und vor allen Dingen diese Zuchtbeurteilung, das wird ja durchgeführt von einem hochqualifizierten und geschulten Personal. Das, was wir tun, das ist intuitiv und aus dem Gefühl heraus und auch meine jahrelange Erfahrung. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber man geht Gefahr, dass man sich manchmal Sachen schönredet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir von auswärts diese unabhängige Beurteilung einmal im Jahr berufen. Es ist mal gut, eine kritische zweite Meinung zu bekommen. Ob man das jetzt hören möchte, den Moment oder nicht, das ist dahingestellt. Aber sie ist generell gut, weil man muss ja immer die gesamte Population im Auge behalten. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir uns dem unterziehen, dieser Zuchtbeurteilung. Natürlich, dass wir sehen, ob wir eine Verbesserung haben. Ja. Und das haben wir ganz eindeutig. Ja, wir sind sehr zufrieden. Ja. Toll. Janina von der Deutschen Quarter Horse Association. Kannst du die Deutsche Quarter Horse Association mit ein paar Worten beschreiben? Wir kümmern uns um alle Belange, die diese Rasse betreffen. Also das Quarter Horse hat ja seinen Ursprung in Amerika und die Deutsche Quarter Horse Association ist ein staatlich anerkannter Zuchtverband. Und wir kümmern uns um alles, was um diese Rasse betrifft. Also um den Sport und vor allen Dingen natürlich auch um die Zucht dieses Pferdes bei uns in unserem Land. Okay. Und wir sind hier auf der Fohlenschau und wie sind die Bewertungskriterien eines Fohlens?
das ist jetzt ein bisschen schwierig, in ganz kurze Worte zu fassen. Also wir haben inzwischen einen sehr großen Kriterienkatalog, aber prinzipiell gucken wir nach, natürlich nach der Anatomie von den Fohlen, weil wir davon ableiten können, wie sie sich wahrscheinlich später mal bewegen werden, wie haltbar sie sind und wie die Rittigkeit, also der Gebrauch unterm Reiter sein wird. Und da haben wir natürlich inzwischen viele, viele Kriterien, weil die Zucht natürlich auch immer mehr oder besser wird. Zum einen zum Beispiel, dass wir eine kurze Fessel haben wollen und eine kurze Röhre, um die Pferde haltbar zu haben. Aber natürlich auch geht es ein bisschen, also in der linearen Beschreibung geht es jetzt nicht um Interieur, aber wir sehen natürlich auch, sind die Fohlen ruhig, lassen sie sich anfassen von uns, das spielt schon ein bisschen mit rein. Weil es natürlich für viele nicht nur ein Sportpferd ist, sondern auch ein Freizeitpferd, mit dem ich zusätzlich auch noch ins Gelände reiten möchte nach meinem anstrengenden Job. Super. Und wie ist der Eindruck von den Fohlen hier? Also hier war es schon ein bisschen herausragend. Was total toll war hier zu sehen, ist, dass die Pferde durch die Bank weg gerade Beine hatten und unglaublich eine ansprechende Anatomie, eine durch die Bank weg hohe Qualität der Pferde. Das ist schon toll zu sehen und da macht das Richten natürlich gleich dreimal Spaß. Super, vielen Dank, Dina. Gerne. Letztendlich ist es ja letztendlich die Tiere, die wir züchten, die werden von uns auch später geritten. Die Quarterhouse-Rasse ist die vielfältig und vielseitig einsetzbarste Rasse der Welt. So heißt es. Und wir möchten das beweisen mit dem, was wir tun. Für den Turniersport, für den Freizeitsport, für groß, für klein, für jung und alt. Das ist das eigentlich, was wir weitertragen. Dann herzlichen Dank, dass wir wieder hier sein durften. Und ja, schön. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Also von unserer Seite aus herzlich willkommen jederzeit. Ja. Am Anfang war da das Ende einer Kopfsteinpflasterstraße und eine Vision, dass aus dieser Vision einmal eine Ranch mit erfolgreichem Zuchtbetrieb für Quarterhorses und Qualitätsrinder mit traumhaften Reiterparadies werden sollte, das hätten Stefan und Heike niemals für möglich gehalten. Wie viel Liebe und Leidenschaft in diesem Lebenswerk stecken, das haben sie uns bei einem ganz persönlichen Interview berichtet. Wie kommt man zu so einer Ranch? Eigentlich ist es eine große Portion Verrücktheit, glaube ich, haben jedenfalls immer viele gesagt. Und das war ja hier mehr oder weniger nur das Ende einer Kopfsteinpflasterstraße und ein Bauernhof. Und ehrlich gesagt, wenn man so einen Reiterhof betreibt, dann ist immer eins erstmal gleich vorausgesetzt, wenn man nicht mit einer Million einsteigt, dass man muss sich das erarbeiten. Dann ist eins klar, dass man unendlich viel Arbeit hat und wenig Geld und viel Idealismus. Und dann hatten wir noch das Glück, dass wir uns kennengelernt haben und meine Frau mir dabei so toll geholfen hat. Und das, glaube ich, ist auch total wichtig, dass man den passenden Partner hat. Denn ohne passenden Partner kann sowas auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Dass wir im Prinzip drei Standbeine sozusagen haben, auf die wir uns wirtschaftlich stellen. Und das ist einmal die Pensionspferdehaltung, Pferdezucht und die Ferienkindergeschichte. Sehen, wie ist der Sitz? Kann das Kind, ohne sich festzuhalten am Gurt, auf dem Pferd sitzen, dass wir die Balance sehen? Und dementsprechend werden die Pferde bei uns dann halt auch eingeteilt. Ja? Dass dann jedes Kind das erstmal so Probereiten machen kann auch. Und dem dann teilen wir halt die Pferde ein. Manche haben schon Wunschpferde. Ja, das ist interessant halt auch einfach mit den Kindern zu sehen, wie haben sie sich von Sommer zum Herbst entwickelt, vom Herbst zum Sommer wieder. Und dieses immer wiederkehrende, sage ich mal, der Kinder, dass man sieht, wie die Entwicklung auch ist. Ja, wir machen zum Beispiel Pony verkleiden. Das heißt, dass mal 4, 5 Kinder zusammen in eine Gruppe kommen, dass sie dann ein Pferd zur Verfügung haben, was sie sich aussuchen können und sich selbst eine Geschichte ausdenken müssen. Und nicht zuletzt die Zucht. Und wir haben eben das Glück, dass wir Quarterhouse-Pferde züchten. Und so können wir auch unsere Zuchtprodukte über die Jahre eben auch verkaufen. Und so hat sich das eben ergeben, dass wir mittlerweile eben 10 bis 15 Fohlen pro Jahr haben, was sozusagen mehr Tiere sind, die produziert sind, wie die Kälber zum Beispiel, die wir produzieren. Ja. Und ja, was ist zu sagen zu unseren Rindern? Sie sind mehr oder weniger unser
Hobby neben der Pferdezucht betreiben wir noch die Rinderzucht. Da hat es sich jetzt so ergeben, dass wir uns mehr oder weniger so spezialisiert haben auf diese Aberdeen Angus Rinder. Und die gibt es einmal in Rot und einmal in Schwarz. Ah, und hier haben wir letztendlich noch Rarität dabei. Das sind die Wagyu-Rinder. Das sind die Gehörnten, die man so sieht. Das ist ein Rind, was aus Japan stammt und letztendlich den Weltmarkt erobert hat, weil es ein Spitzenfleisch produziert und ergibt mit einem sehr hohen Marmorierungsgrad und extrem guten Geschmack. Mit der Grenzöffnung habe ich mir meinen Traum erfüllt, die Welt ein Stück weit kennenzulernen und bin dann quasi nach Amerika rüber letztendlich mit einem Landwirtschaftsaustauschprogramm und bin auch letztendlich auf eine Ranch gelandet in Südakota und konnte sozusagen das Cowboy-Leben live erleben und auch leben. Wir haben jeder seinen Bereich, also Stefan hauptsächlich mit den Tieren, mit der Fütterung auch zu tun und ich bin eher fürs Büro, die ganze Bürokratie zuständig und natürlich auch für die Versorgung. Also was ich persönlich sehr schön finde an unserem Leben ist auch, wenn wir diese zwei Tagesritte haben oder auch einen Tagesritt und unsere Jungs, die ja sonst auch sehr viele andere Interessen haben, aber da einfach mit dabei sind, auch sehr viel Jugend dabei ist und wir gemeinsam mit unserer großen Familie so einen Ausritt machen, sei es nach Eldorado oder nach Colleen oder wie auch immer, aber dass einfach diese ganze Familie zusammen ist und wir ein tolles Abenteuer zusammen erleben. Bringt ja nicht nur die Leute von außerhalb zusammen, sondern ich sag mal, wenn wir nicht den gemeinsamen Pferdesplien gehabt hätten, dann wären uns ja nie begegnet. Also die Pferde letztendlich, dieser gemeinsame Gedanke, ein Pferd zu haben, ein Hobby zu haben, aber das hat uns letztendlich zusammengeführt. Und ehrlich gesagt, wenn es eine Dankbarkeit gäbe, dann würde ich da ewig dankbar sein, dass wir uns über den Weg so kennengelernt haben. Und letztendlich eben so einen gemeinsamen Weg dort auch beschritten sind, der uns zwar immer auf Trab gehalten hat, aber auch immer total glücklich ausgefüllt hat. Ja? Und mehr, glaube ich, braucht man im Leben gar nicht erwarten, oder? Dann ist man schon bestens gebettet. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns und liken. Ihr Lieben, ich hoffe, es juckt euch schon ordentlich in den Sätteln und ihr habt ein fantastisches Wochenende in freier Wildbahn auf dem Rücken eines schnaufenden Freundes. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns nächste Woche wieder.